Wow, wir sind magnifico. Eigentlich nur einen Winter hier oben bleiben und jetzt bin ich schon der sechste Winter da. Im Oktober wird es dann. Oder das siebte Jahr, wo ich dann anfange und bin jetzt zwei Jahre Rettungschef hier oben. Mein Name ist Hegner Albert, aber ich liebe, wenn es mir Berti sagt. Ist einfach so. Aufgewachsen bin ich in Janis, Kanton St. Gallen, mit drei Brüdern auf einem grossen Bauernhof. Und dann, weil ich mal einem etwas versprochen habe, bin ich auf so ein Fee gekommen. Die Herausforderung ist das Wetter, Temperaturen und das Hochalpine. Lawinengefahr, Einschätzungen, ja und nein, Gebiet offen, zu. Das Gelände ist also wie ein V. Es geht links und rechts rauf. Und die Herausforderungen, die wir hier haben, das ist einfach die Höhe, die wir haben. Ich meine, das Dorf ist 1800 Meter, da gibt es Skigebiete, die dann fertig sind. Und wenn man das vergleicht mit einem so einem Skigebiet, in einer tieferen Lage, wenn in einer tiefen Lage hast du keinen Gletscher, hast du weniger steile Hänge, Felssturz ist nicht so da, wenn du links und rechts nur Felsen hast oder Berge. Und wir haben schöne Berge da. Also ich sage jetzt, in einem ganz strengen Winter haben wir zwischen 6 und 7 Tonnen Sprengstoff gebraucht. Du lässt nicht eine grosse Menge Schnee aufhäufen, weil wenn das einmal kommt, macht es viel mehr kaputt. Darum geht man etwa mal ein bisschen fleißiger und braucht vielleicht auch dementsprechend etwa mal ein bisschen mehr. Es ist natürlich für den Gast schon schlimm. Es ist blauer Himmel. Schönstes Wetter, oder? Und das Gebiet ist nicht offen. Und keiner weiß, warum es nicht offen ist. Erstens, da unten haben wir zum Beispiel keinen Wind. Von der Mitte im Morenia Rizzi auf der Blase irgendwie mit einem Hunderter, da können wir Bahnen nicht laufen lassen. Oder da haben wir einen riesen Niederschlag gehabt. Da müssen wir zuerst mal mit dem Heli raus können, weil wir haben sehr viele Orte, wo wir nur mit dem Heli sprengen können, also die Lawinensicherung machen. Und das ist für den Gast etwas schon unverständlich. Und wenn einer sagt, man sei zu faul, um ein Gebiet aufzutun, glaube ich, hat er keine Ahnung, um was es überhaupt geht. Weil wenn wir das Gebiet im Tag nicht offen haben, so wie heute jetzt zum Beispiel, wo es zwischen 7 und 8000 Leute im Gebiet hat, da verlieren wir so viel Geld. Ich heiße Cédric Pangeau. Ich bin der Stefan von Berti. Wenn zum Beispiel 20 cm neue Schnee sind, die Leute gehen sofort nach der Piste, weil Pulverschnee ist schön zum Fahren. Aber sehr viele Leute, also Gast, die Gefahr, die kennen das nicht. Und aber überall auf dem Gletschergebiet Seil, die Absperrung. Aber mit ein paar Tafeln Achtung Gletscherspalt. Und, aber mehr können wir auch nicht. Wenn eine Person will unbedingt eine oberhalb einer Piste oder oben fahren mit seinen Ski oder Snowboard, können wir sagen natürlich, du bist sicher, wo du gehst? Ja, nein. Und der hat gesagt, ja, das ist ohne Problem. Ich sage, können wir einfach sagen, ja, aber das sind steif und viele Gletscherspalten. Aber vielmal. Das bringt nicht viel. Für die Zukunft haben wir sicher meine Gesundheit und dass wir alle an einem Strick ziehen, dass wir das Gebiet so aufbringen können, wie es einmal war. Dass wir strenge Winter haben. Strenge Winter heisst für mich viel Schnee, für den Gletscher auch gut. Und dass Gäste zufrieden sind mit unserer Arbeit und was wir machen hier oben für sie.
Oh, tu prends la canne à droite, toi, à gauche. Oh, t'as du chalet.